Ob ein Pissoir aus Trompeten, ein Küssi als Topf, ein Stuhl aus Tennisbällen oder eine Garderobe aus Saugglocken. Wenn man etwas so verfremdet, nennt man das eben ein Redesign. Ein eigentlicher Spezialist im Zweckentfremden ist der Designer Antonio Scarboni. Der Italiener kann aus einem ganz simplen Kapuzenpulli eine Laptop-Tasche machen. Ganz einfach den Laptop auf den Pulli legen, umfalten, Kapuze drüber ziehen, einen Knopf in die Ärmel und schon ist das Laptop sicher verpackt. Hey, voilà. Mit dem aber noch lange nicht genug. Auch ein Küssi, ein Rucksack und eine Umhängetasche kann man aus einem Kapuzenpulli machen und das erst noch ohne Nadeln und Faden. We live in a world full of stuff. Wir leben in einer Welt voller Gegenstände und ich denke, man muss eine neue Art finden, wie man Sachen kann anders nutzen kann, als einfach alles neu zu kaufen. Darum bin ich mit dieser Idee gekommen, einen simplen Kapuzenpulli, der ja ein Alltagsgegenstand ist, in nützliche Sachen zu verwandeln. Im Moment arbeitet Antonio an einem Buch, das im Dezember rauskommt. Und dort zeigt er unter anderem, wie man aus simplen Sachen aus der IKEA ganze Möbel basteln kann. Das einfachste Beispiel. Ein Hocker. Alles, was es dazu braucht, sind Plastikkisten und Kabelbinder. Design is information. Design ist für mich Information. Ich bin an der Entstehung interessiert, wie man Sachen herstellt und wie man das für jeden zugänglich machen kann. Wenn ich von diesem Projekt erzähle, sind die Leute begeistert, weil sie etwas Einzigartiges aus einem einfachen Produkt selber machen können, das dazu noch sehr günstig ist. From a standard product that is available at very low cost. Für jedes Möbel gibt es eine Anleitung mit den jeweiligen Kosten. Der Schrank zum Beispiel kostet genau 238 Franken und 5 Rappen. Alles in Einzelteile erhältlich. Oder diese Lampe gibt es für 11,85 Franken. Und auch hier, die Montage ist simpel. Auch der Tisch ist ganz einfach zum selber machen. 4 grosse Kisten plus eine kleine als Stauraum. Natürlich braucht es dafür das Loch im Tisch eine Stichsäge. Übrigens, die Anleitungen für das Zusammenbauen der Möbel sowie für die Pullifalltechniken kann man auf www.conceptualdevices.com herunterladen.